Perfect. Du hast nicht Kunst studiert, ne? Nein. Sondern? Philosophie und Psychologie und dann schlussendlich noch mich sehr für Psychiatrie interessiert und das auch noch gemacht. Wie kam die Kunst ins Spiel? Wahnsinnig spät und nie besonders ambitioniert. Ich habe vor 8 oder 9 Jahren diese Wiener Gruppe kennengelernt, Gelatin, und wir haben uns sehr gut verstanden und sofort was zusammen gemacht. Und daraus sind dann 8, 9, 10, 11, 12, ich weiß gar nicht genau, gemeinsame Ausstellungen geworden. Und was war das Erste, was ihr zusammen gemacht habt? Das hieß Die Schlotze und war eine Geisterbahn für die Berliner Festspiele in diesem Haus, das in Schöneberg über die Straße geht. Da haben wir Holzwegen gebaut und haben die Leute, die dazu gekommen sind, auf diesen Holzwegen, auf denen sie festgebunden wurden, durch so einen Parcours von Gängen und Verschleusungen, die wir da in diese Wohnung hineingebaut haben, so durchgeführt und haben verschiedene gruselige Situationen einfach irgendwie hergestellt. Das Abbruchswort hieß übrigens Deutschland, weil es dann doch irgendwie auch ein bisschen brutal und eklig wurde und viele Leute dann auch nicht mehr wollten. Gelatin oder heute Gelatin, die gab es ja schon eine Weile. Ja, ja, klar. Die gibt es späte 80er Jahre. Die haben sich da so aus dem Kunsthochschulstudium in Wien und ein paar andere Leute irgendwie zusammengetan. Die sind immer wieder kleiner und wieder größer geworden. Es ging nie darum, dass du Teil der eigentlichen Gruppe wirst. Nein, dafür gefällt mir das auch alles gar nicht gut genug. Mhm. Oder ist für mich die Zusammenarbeit mit anderen Menschen in der Nähe und Kontinuität und Intensität gar nicht möglich, glaube ich. Also du machst daneben eigene Arbeit, die du ganz allein machst? Ja, 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 ja. Und es gab einen ganzen Haufen Performances, Lesungen verschiedenen Typs mit akademischen Themen zum Beispiel. Ich habe über Pädophilie gesprochen, wie jetzt gerade in Mexiko, oder was Psychopathen sind oder was Psychopathologie ist. Also es gibt da so eine ganze Reihe von auch anderen Sachen. Du machst doch Performances. Ja, ja. Ja, kannst du mal beschreiben, was du da so machst? Die sind sehr unterschiedlich. Die sind oft mit sehr viel nervenaufreibender Spannung verbunden. Sehr, sehr oft mit Öffentlichkeit, mit einer gewissen Form von Provokation. Ich weiß, ich kann ein Beispiel nennen. Auf das CDU-Hauptgebäude in Berlin gehen und von dem Dach aus, das ein bisschen den Form eines Schiffsbugs hat, mit einem Megafon das Titanic-Lied sich an der Fahne vorne festhaltend heruntersingen. Oder auf Premierengäste in Salzburg bei den Festspielen mit kleinen extra dafür gebauten Fallschirmen Meerschweinchen werfen, die dann auf die so langsam herunterregnen. Wie ist es bei dir? Lebst du von der Kunst oder von was anderem? Ja, ja, ja. Ich lebe von verschiedenen Arbeiten. Ich habe eine Zeit lang auch unterrichtet, ich lebe von künstlerischen Sachen, ich wurschtel mich so zurecht. Also ich muss einfach 13 Sachen gleichzeitig machen. Mhm. Und bei den Gelatin-Leuten so im Kern, also die werden ja immerhin, also als Galerien tauchen auf Gagosian, ja. Green Naftali, Leo, ja. König, ja. Perutin, also das sind ja ganz ordentliche Galerien, ja. Und gleich mehrere davon. Ja. Ich habe das immer so verstanden, dass es diese Galerien da für uns gibt, weil insofern verstanden, als dass die das irgendwie sympathisch finden, dass die da so billiger oder günstiger verkaufbare, interessante, lebendige Spinner unten so ans Galerieprogramm drankleben können. Wenn du dir die Programme anschaust, das sind immer Einzelpersonen, die sind in der Mehrheit 20 Jahre älter als ich.
und 100.000 Mal etablierter und kosten auch das Hundertfache. Fühlst du dich manchmal ausgenutzt? Nein. Weil du ja praktisch, also wie du das auch bei Gelatine beschrieben hast, ja, der Kunst so dieses eher nicht kommerzielle Extra, ja, zuführst? Naja, na klar würde ich auch manchmal lieber ein hochbezahlter, introvertierter, romantisch überformter Maler sein, der bei irgendeiner Top-Galerie unter Vertrag ist, aber ich habe früh genug gemerkt, dass ich das nicht kann, dass ich die Begabung dazu nicht habe und dass ich mir intellektuell in sehr vielen Dingen, und das gehört einfach zum Nicht-Können dazu, im Weg stehen würde. Und deswegen spielst du das einfach nicht. In Debug, der Zeitschrift, ja, da bist du mal als Rauschexperte annonciert worden. Ja, da machen die auch was. Da hat mich jemand angerufen, hat mir gesagt, du hast doch irgendwie Psychologie zu tun und Drogen hast du auch schon genommen, ne? Dann habe ich gesagt, ja. Ja, dann lass uns doch mal über Drogen reden oder so. Und dann haben wir über Partys geredet und was das mit Leuten so macht und warum man sich da so abschießt. Die Kunstwelt wäre ja gar nicht denkbar ohne Drogen. Ach so? Also jedenfalls ohne Alkohol, oder? Ja, das weiß ich nicht. Ich kenne keine Studie über den Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen im Verlauf der Kunstgeschichte und deren großen Köpfen oder so. Nee, ich meine jetzt gar nicht die Künstler, sondern ich meine einfach der Kunstbetrieb, wie der funktioniert. Es gibt einfach keine Vernissage ohne Alkohol. Also vielleicht ist ja das so, was die Kunstwelt ausmacht. Da kann so eigentlich jeder hingehen und umsonst trinken. Ja, so viel ist es meistens gar nicht. Also ich weiß nicht, früher waren das schlechte Weißweine und so ein bisschen Baguette. Das haben die nicht kapiert, dass das wirklich total spießig ist. Und jetzt sind das so, wie beim Olafur, also Monsters, Olafur Eliasson, Saufpartys, wo Alkohol umsonst ist von 10 bis 12 oder so. Du hast ja nur gesagt, du hast die Gelatine oder damals noch Gelatine-Leute kennengelernt. Ich weiß ja gar nicht, wie hast du die auf einer Eröffnung kennengelernt? Oder? Das war tatsächlich auf dem Artforum, glaube ich, ja. Naja, was macht man nach einem langen Tag auf der Universität? Man geht von 7 bis 9 auf eine Ausstellungseröffnung und es ist warm und man steht da draußen rum und dann sind da gut aussehende Mädchen und ja, geile Typen und so. Oder nicht so geile Typen eigentlich. Ja.